Liebe Freunde, willkommen zurück. Bevor wir hier mit dem Rätsel weitermachen, nochmal ein paar Dinge vorweg. Lazarus hat nochmal einen Tipp gegeben, und zwar das Thema mit dem Gift. Und zwar die Zauber von Harim. Die hat er einmal, um einen einzelnen Charakter immun gegen Gift zu machen und dann auch die ganze Gruppe. Und zwar hier Gift verzögern. Ein bisschen schlecht beschrieben mit Verzögern. Also da ist wirklich eine Immunität mitgegeben. Also hier auf Stufe 2 für einen einzelnen Charakter. Und auf Stufe 3 hat er es sogar für die ganze Gruppe. Und die Zauber halten halt sehr lange an. Halt eine Stunde lang. Aber da kann man dann ein ganzes Gebiet durchkämmen. Und ja, werden wir das jetzt sofort aktivieren, sofort reinnehmen in die gelernten Zauber bei Harim. Also jetzt aktuell nicht, aber es ist auf jeden Fall ein super Tipp gewesen. Und wenn wir wenn wir Gebiete durchkämmen mit Gegnern, die Gift wirken, zum Beispiel irgendwelche Höhlen mit Spinnen oder auch dieses Sumpfgebiet mit der Sumpfhexe, dann kann man das natürlich reinnehmen. Und ja, dann hat Lazarus noch einen Tipp gegeben, dass das wunderbar kombinierbar ist mit einem Zauber von Octavia, den wir auch schon gewirkt hatten. Und zwar hier die stinkende Wolke. Ja, dass wir unsere eigene Gruppe immun machen gegen Gift und dann hier diesen, diese stinkende Wolke wirken mit 20 Fuß Radius und müssen uns um unsere eigenen Charaktere keine Sorgen machen. Ja. Das werden wir mit Sicherheit auch noch das eine oder andere Mal dann so einsetzen. Dann noch eine Sache zur stinkenden Wolke. Da ist ein Zähigkeitswurf hebt die Wirkung auf. Und Valerie ist halt extrem zäh. Die hat ohne weitere Buffs schon Zähigkeit plus 14. Da kommt Signal der Klarheit dazu bei einem Rettungswurf. Und vielleicht noch das eine oder andere. Da muss ja eigentlich nur noch mindestens nur zwei würfeln. Eins ist ja immer ein kritischer Fehlschlag. Und dann wäre sie davon nicht betroffen. Das heißt, wenn wir unsere. Wenn Valerie dann vorne steht, dann könnte Valerie sogar auch in der Giftwolke stehen. So. Ja, dann habe ich mir unsere Aufstellung angeschaut, unsere Formation. Weil wir hatten öfter das Problem gehabt, dass der Hund gar nicht nach vorne kam, dass er dann durch Harim geblockt wurde. Und ja, ich habe Harim und Lindsay ein bisschen näher zusammengeschoben. Das gleiche habe ich auch mit Ikun und Octavia gemacht. Und unser Hund und Elras, die bilden hier die Flanke. Und der Hund kann dann halt hier problemlos dann nach vorne kommen. Ja, und Valerie natürlich nach wie vor weit vorne. Gut. Dann haben wir das. Eine Kleinigkeit noch bei Ekun. Und zwar habe ich ihm dann doch noch den wilden Bogen vom Hirschkönig gegeben. Und man kann halt hier dann temporär, kann man ihm den wilden Bogen geben, Aspekt des Adlers wirken und dann auch wieder zurück zum Metallfresser. Alles klar. So, dann Thema Rätsel. Ich habe nichts gefunden, also keine Informationen hierzu gefunden, aber wir haben bei jedem Kreis ja nur vier Auswahlmöglichkeiten. Und ich habe Harry mal zur Mondscheibe geschickt und die anderen Charaktere sind bei der Sonnenscheibe. Und wir haben zwei Scheiben mit vier Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, wir haben gar nicht so viele Kombinationsmöglichkeiten. Wir gehen hier einfach der Reihe nach durch. Und oh, jetzt habe ich Ikun ausgewählt. Moment. Müssen wir natürlich aufpassen. Hey. Ah. So, Ekun geht wieder zurück. Und Harim dreht hier einmal
der Einstellung. So. Und jetzt lassen wir Harim erstmal auf der ersten Einstellung und gehen mit Elras alle Kombinationsmöglichkeiten. Na, Moment. Ich möchte das. Genau. So. Da wo der Pfeil ins Zeichen. Nicht durcheinander kommen. Jetzt mit Elras einmal alles durchgehen. Okay, haben wir gemacht. So, jetzt gehen wir mit Harim auf Stufe 2. Und gehen mit Elras wieder alles einmal durch. Haben wir gemacht. Mit Harim auf 3. Wieder alles durch mit Elras. Ja, wenn das jetzt keinen Erfolg hat, dann dann muss es noch irgendwas anderes geben, aber wie gesagt, ich habe keinerlei Informationen. Ja, das war's. Ja, können wir nicht ausprobieren. Alle Kombinationen sind voll durchgegangen. Und dann Gruppe formieren wieder. Und einmal dahin. Mal ein Cut für euch. So, da sind wir wieder. Und dann gehen wir hier einmal nach unten. Oder ja, ist nach unten. Okay. Ja, und hier hätte der Hund halt auf jeden Fall die Möglichkeit, dann durchzukommen. Ja, genau. Wenn Harry weiter rechts stehen würde, dann hätten wir halt das beschriebene Problem. Ein Torak-Anhänger, jawohl. Und hier gibt es zwei Türen. Warte mal kurz. Octavia kriegt zumindest einen kleinen Buff. Schlüssel benötigt. Aha, okay. So, welche Tür wählen wir? Wir wählen diese Tür dort. Ach so, ist auch abgeschlossen. Wow, Schwierigkeitsstufe 30. Es war sogar eine 8 nötig und Octavia hat eine 16 gewürfelt. Sehr gut. Das sieht irgendwie ungesund aus. nochmal zurück. Erstmal nochmal die andere Tür öffnen oder versuchen zu öffnen. Ja, Lindsay hat nicht mehr ganz so viel Aufladung von Lied des Erfolges. Kompetenzbonus hat Octavia ja bereits.
Wir geben Octavia auch mal Heldenmut. Schütze benötigt. Eieiei. Ja, okay. Tread lightly. Wie sieht's bei Harim aus? Fallen finden? Schütze benötigt. Ei. Dass jetzt hier Fallen sind, das war irgendwie, ja, abzusehen. Rollhund, Kobold, Wachposten. Ja, also hier werde ich jetzt den Aspekt des Adlers nicht verwenden oder mal hauptkämpfen. Und Valerie bleibt stehen. Vor allem die Automatik ausmachen. Und die Fernkämpfer greifen an. Kuschelt mal noch mehr, ja. Bin da noch nicht so sicher gewesen bei dem Hund. Let us be careful. Bisschen Gold. Voll. Falle ausgelöst. Oha. Stehen bleiben. Okay. Und Angriff. Harim. In den Nahkampf. Okay. I'll go ahead. Ah, dann einmal hier rein. Oh. Koboldlehrer. Eine lange, wallende Roben gehüllter Koboldschamane stolziert vor dem versammelten Trollen und Kobolden auf und ab. Ewig stolz, streng und ausgesprochen würdevoll. Borba-Worte, genau zuhören und nachsprechen. Sprechen, wiederholt der Koboldschüler schrill und bricht in ein schnaubendes Gelächter aus. Der Schamane starrt den Schüler eine Weile an, zischt dann wortlos und wendet sich den anderen zu. Gulp, essen. Der Troll wiederholt, Gulp, essen. Essen, sagte der Koboldschüler. Der Lehrer, Borba, Fleisch. Fleisch.
Borba Fleisch. Der Schamane dreht sich um und sieht dich. Mit geweiteten Augen zeigt er auf dich. Dua Borba, tötet Fleisch. Fleisch töten, sagt der Troll. Okay, hinten ist auf jeden Fall schon mal nichts, das ist gut. Und da käme der Hund jetzt nicht durch. Also wir sollten... Ja, wie machen wir das? Also wir haben... Ja, auf jeden Fall einen Zauberwirker, Hexenmeisterstufe 2. Eigentlich nicht das Problem. Und das andere sind alles Nahkämpfer. Also... Eigentlich ist das gut für uns. Aber Valerie nach vorne. Die anderen alle im Fernkampf. Ja. I grant you death. Und jawohl. Achso, das sind auch noch Fernkämpfer hier. Ja, okay. Mein Hund da irgendwie raus. Na ja, gut, so. Welche Stufe haben die Trolle? Stufe 6, okay. Okay. Vielleicht finden wir jetzt was raus zu dem Rätsel. The path is clear. Zersetzender Hauch. Oh, Bücher. Drei Bücher und ein Schriftband. Was haben wir hier? Märchen aus Avistan. Die Flussfreiheiten. Chroniken der Klingen. Und verlorene Söhne. Märchen aus Avistan. Vor langer, langer Zeit lebte ein wütender Gott namens Rovaguk. Dieser war ein schrecklicher Riesenwurm mit tausenden von Zähnen und Klauen. Rovaguk verschlang jede Welt, die seinen Weg kreuzte, eine nach der anderen. Doch den großen Göttern missfiel die Bestie, und so zogen sie gemeinsam gegen Rovaguk in die Schlacht. Viele Götter legten ihre Zwistigkeiten bei, um Seite an Seite zu kämpfen. Der mächtige Thorak, die kluge Sarenre, der grausame Asmodeus, die findige Kalistria, die kaltblütige Pharasma und viele, viele andere. Gemeinsam stellten sie sich Rovaguk entgegen, als dieser sich anschickte, auch Golarion zu verschlingen. Sarenre, die Göttin der Sonne, verbot jedoch Rovaguks Tod, und so legten die Götter den Teufel in Ketten und versenkten ihn tief unter der Erde in einen tiefen Schlaf. Seitdem wacht Asmodeus selbst über die Schlüssel für seine Ketten, und so schlummert dieses schreckliche Monster bis heute in seinem Gefängnis.
Wenn sich Rovaguk im Schlaf wälzt und mit seinem Rücken über die Wände seines Gefängnisses schabt, erbebt die Erde und Vulkane speien Feuer. Da stellt sich jetzt die Frage, ob dieses Rätsel etwas mit diesem Märchen zu tun hat. Dann haben wir die Flussfreiheiten. Sag, was du willst und führe ein freies Leben. Niemand kann dir den Mund verbieten. Kein Fürst, kein Priester, kein Händler und kein Bandit. Eidbrecher sterben. Schwöre keinen Eid, den du nicht erfüllen kannst. Eidbrecher bezahlen ihre Ehrlosigkeit mit ihrem Blut. Folge einer beliebigen Straße oder einem beliebigen Fluss. Gehe, wohin es dir gefällt. Niemand wird dich aufhalten oder verurteilen. Höfe sind für Könige gedacht. Allen Herrschern der Flusskönigreiche steht es frei, die Gesetze ihres Landes selbst zu bestimmen. Doch ihre Macht endet an ihren Grenzen. Sklaverei ist eine Abscheulichkeit. Jeder Sklave, der seinen Fuß in die Flusskönigreiche setzt, ist sofort und für alle Zeit ein freier Bürger. Du hast, was du besitzt. Diebstahl ist armselig. Wenn du etwas willst, erringe es in einem fairen Kampf. Chroniken der Klingen. Die Geschichte von Rostland ist bekannt für ihre Mysterien. Eines davon ist die Geschichte von Baron Sirian, dem Ersten. Der Sirian war ein grimmiger, aber vergleichsweise ungeschickter Kämpfer. Bösartige Gerüchte besagten, er wäre nach Rostland geflohen, um dem Spott der Menge zu entgehen, nachdem er in seiner Heimat Dutzende von Duellen verloren hatte. Doch seine neue Heimat empfing ihn mit noch größerem Ungemach. Bei einem Duell mit einem örtlichen Häuptling kämpfte er nicht nur um eine Handvoll Münzen, sondern um ein ganzes Dorf. Doch der Baron unterlag erneut und verließ Rostland, ob dieser Schande. Nach dieser unrühmlichen Episode verschwand er einige Jahre von der Bildfläche und seine neu gewonnene Anonymität veränderte ihn zur Gänze. Als er in seine Heimat zurückkehrte, nannte er sich Sirian Aldori und hatte sich eine neue Gabe angeeignet. Fortan gab es keinen besseren Schwertkämpfer als ihn. Sirian forderte den Häuptling, der den jungen Baron einst entehrt hatte, zu einem neuerlichen Duell heraus und er schlug ihn im Handumdrehen. Danach verkündete er, dass der Kämpfer, der stark genug ist, ihn im Kampf zu besiegen, 100.000 Goldmünzen erhalten würde. Und dann haben wir noch verlorene Söhne. Es ist vollbracht, sagte ich. Millikan musterte mich mit zusammengekniffenen Augen. Ihr seht verdammt sauber aus, sagte er. Wo ist das Messer? Als Antwort ertönten die ersten Schreie aus der Taverne. Feuer, schrie Ilna, und dann fielen andere Stimmen in den Ruf ein. Sofort wurde Millikans Geschäftssinn geweckt und er rannte zur Tür. Seine Armbrust warf er beiseite. Draußen qualmte das Dach der Taverne bereits ölig schwarz vor der untergehenden Sonne. Die Flammen schossen an vielen Stellen bereits durch das Reetdach. Mit einem Schmerzensschrei rannte Millikan zum Bach. Ich blickte Fargas an. Es waren keine weiteren Worte nötig. Wir packten so viele Vorräte, wie wir konnten und sprinteten in die entgegengesetzte Richtung. Nachdem wir 10 Minuten lang über Dornen gesprungen und unter Ästen hindurchgetaucht waren, hielten wir an, um zu Atem zu kommen. Hinter uns war der Rauch noch immer zu sehen, doch zu hören war nur noch das panische Bimmeln einer Kirchenglocke. Das war knapp, sagte Fargas und lehnte sich schwer atmend an einem Baum. Stimmt, keuchte ich. Ich blickte hinab auf den Umhang voller Brot, der nun unser einziger Besitz war. Dann erinnerte mich das Geräusch der Glocken an etwas. Was ihr da vorhin gesagt habt, sagte ich. Ihr sagtet Shaelin. Dachte, er wäre Desna-Priester. Fargas grunzte. Der Glaube eines Mannes ist seine eigene Sache, sagte er und band den Umhang zu. Und jetzt seid still und lauf weiter. Und das taten wir.
Alles klar. Das kommt dann auch an unseren Vorrat in der Hauptstadt. Und weiter geht's. Erst einmal alles erkunden. Da hinten haben wir etwas für Octavia. I did as you asked. So, Falle erfolgreich entschärft. Und jetzt kriegen wir hier einen nicht identifizierten Helm. Weisheit plus 2. So. Die Weisheit wäre gut für Harim. Weisheit plus 2 haben wir bereits bei Lindsay. Ekun. Ja, bevor Ekun gar nichts hat, kriegt er Weisheit plus 2. Willenrettungswurf plus 1 nach oben gegangen. Okay. Ja, gut. Tread lightly. Und hier finden wir noch eine Kiste. I did as you asked. Sehr gut, Octavia. Und dann schauen wir uns diese Dinge an. Die Trolle waren nicht freundlich zu diesen seltsamen Statuen. Ihr Zweck ist weiterhin unbekannt. Ja gut, wir haben rechts den Blitz und links haben wir ja, ein Fischsymbol. Blitz und Fisch, beziehungsweise Nordost und Südwest. Ich meine, wir könnten ja oben die Scheiben einfach so einstellen. Warum nicht? Ja, das machen wir, wenn wir hier fertig sind. Auf der Seite. Oder... Ich mach das mal so. Machen hier einen Cut. Und dann stelle ich die Scheiben oben so ein. Und dann, ja, ist jetzt auch schon wieder Folgenende. Toll, hat er nochmal Glück gehabt. Und dann machen wir hier unten in den Katakomben weiter. Und die Scheiben werden oben dann entsprechend eingestellt sein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.